No. Silva has lost control of the relic. What's wrong? Silva is pulling in the relics. Ich bleibe geschwächt. Was ist das denn bitte für ein Müll, dass ich geschwächt bleibe? Bin tot. Ja? Danke. Die werde ich niemals schaffen, geschwächt mit so viel Heilung. Aber was haben wir gelernt bei großen Monstern? Hinten an den Hinterfüßen ist man meistens am sichersten. Da ich kaum Heilung habe, muss ich mich auf die Heilung, auf meine eigene Heilung verlassen und die großen Angriffe einfach ausweichen. Was ist das? Gut, das war nicht ganz das, was ich gehofft hatte. Was passiert? Au. Mia ist tot. Na, perfekt. Was mache ich jetzt? Und im Bier und so weiter mache ich ja kaum Schaden. Ich habe Angst, was die zweite Phase sein wird. Ich komme ja kaum dazu, mich zu buffen. Also, das heißt, ich komme überhaupt nicht dazu, mich zu buffen. Er macht auch nicht viel Schaden, das Viech. Wenigstens das. Ich muss einfach dann hinter ihnen rollen. Ach, was für ein episches Finale. Ich kämpfe solo gegen das Viech. Das war nicht das, was ich einsetzen wollte. Bin tot. Perfekt. Wirf mich mit 400 KP und so in den Kampf. Gut, es bleibt bei der Phase. Überleg gerade. Nein. Nein, nein, nein. Ich habe jetzt mit der Gunst, die ich habe. Ich habe jetzt gerade keine Lust, wieder das zu farmen. Nur wenn ich es nochmal verlieren soll, dann vielleicht. Soll schon irgendwie auch so machbar sein, denke ich. Eigentlich ist er relativ träge. Kein Schaden gemacht? Oh, hinter ihn, hinter ihn. Hinter ihn hilft nicht immer was. Diese Range. Oh, hinter ihm ist wirklich das Beste. Also hinter Füßen, nicht hinter ihm. Oh.
Ah, ich habe volle Blut, fällt mir gerade. Machen wir weiter. Ich muss nur nicht dafür sorgen, dass Mia stirbt. Und in Mia wird es sehr viel schwerer. Hinterfüßen ist aber wirklich ein bisschen ruhiger. Oh. Waffen wir unseren Angriff noch ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob Waffenverteidigung überhaupt was bringt gegen das Viech, weil es hat keine Waffe. Das ist halt wirklich gechillt eigentlich hinten. Nur wenn ich halt mich von ihm entferne, wird problematisch. Oder mich heilen muss. Machst du da mit mir? Töten, ich sehe schon. Oh. Kannst du bitte aufhören, zukünftig mir anzugreifen? Das bringt zwar eigentlich gar nichts. Also, gar nichts meinte ich eigentlich, es bringt nichts, die Kunst aufzuheben, weil ich eh kaum noch was hab jetzt. Was ist das? Ich weiß nicht, was das war. Ist das vielleicht ein Phaser 2? Wie soll man den Move bitte überstehen und ohne getroffen zu werden? Was ist los? War das eine Art Gravitation oder was war das? Ich weiß halt nicht, was gerade genau passiert ist. Gott, ist alles relativ gechillt ab. Ich weiß noch nicht. Ah. Weil ich einmal was machen wollte. Ah, es ist wirklich eine Art Gravitation, ich sehe schon. Ich bin tot. Den Move verstehe ich noch nicht ganz. Kann es sein, dass ich, dass er das in mein das Zentrum Fokus mit dem einen Move würde bedeuten, ich muss mich an den Rändern der Map aufhalten, um den besser auszuweichen. Also diesen einen Splitter-Move, den er jetzt zweimal eingesetzt hat. Was? Oh. Danke, dass du mich darauf hingewiesen hast, dass ich mit der falschen Rüstung kämpfe. Danke, Mia. Das ist ein bisschen peinlich, dass ich das nicht selber gesehen habe. Und next try. Und next fail. Oh, ein Oppelf. Was ist los mit mir? Bin gerade nicht sehr gut. Und hör auf damit. Oh ne. Ich glaube, ich muss einfach im richtigen Moment ausweichen, wenn das kommt. Aber ich bin halt so schlecht im richtigen Moment ausweichen, wenn ich nicht sehen kann, den Angriff. Halt einer, der sich auflädt. Oder weit genug weg. Dann darf ich aber nicht in der Kombo sein. Weil bei der Waffe kommt erst der Kombo nicht raus. Kann ich ihn irgendwie an... Ja, ich kann ihn anvisieren. Vielleicht ist es ja so einfach, gegen ihn zu kämpfen. Oh, das ist... Ja, es ist doch nicht schlau, in einem zu visieren. Bin tot. Danke, Mia. Na, warte. Oh. Der Sprung ist auch ziemlich nervig. Dieser Move ist doof gerade, irgendwie der Aufladen-Move. Weil ich mich währenddessen nicht bewegen kann. Oh, ist zurückgeschreckt. Das habe ich vorher noch nie geschafft gehabt. Oh nein, nicht der. Hat er vorher noch eine höhere Range? Kann das sein? Ich habe bald keine Heilung mehr und das Teil hat noch viel Leben. Aber es lebt mir noch. Was halt prinzipiell gut ist. Wie jetzt so voll Leben. Oh nein. Das geht aber noch. Ich weiß nicht, was. Das heißt, dass es in Phase 2, glaube ich, geht.
Versetze Phase 2. Mal sehen, an die Wand? Ja. Nein, nicht ganz. Aber es war auf jeden Fall unproblematisch an der Wand. Warum macht er gerade nichts? Ich weiß nicht, was das gerade war, aber wir haben es damit aufgehalten. Vielleicht heißt dieses auch, dass er nicht in Phase 2 geht, sondern einen anderen Flächenangriff da vorbereitet. Oh, weg von ihm. Oh nein, Mia hat nicht mehr viel Leben. Und die Wand müssen wir, ne? Ja, es hilft wirklich. So, weiter geht's. Little More ist gut, ja. 25% noch. Oh, die Wand? So, hauen wir drauf, weiter. Ein bisschen Bild ausweichen jetzt und dann läuft es eigentlich ganz gut. Oh, Gravitation, nicht gut. Läuft eigentlich ganz gut. Oh nein, nicht der Move! Was soll ich denn tun? Ich muss gerade heilen. Nein. Und treffe ich ihn gerade? Ah, ich treffe ihn. Wir haben es geschafft. Zwei Böse in Folge. We don't have a lot of time. Hey, kid, can you handle this? The relics that Silva once held. The powers that you have inherited from them are now, by your will, bound to your flesh, and Vayne sleeps again for what might be called forever. Thirst creates dread. Revenants desperately fight ever larger numbers of the lost. For what few blood beads they can find. But for now, please rest peacefully. Until the time of your awakening comes once again. Don't worry. I will always be with you.
Ja, damit ist es zu Ende. Ich mach's erstmal für mich ein bisschen leiser, bevor ich mach's nachträglich auch noch. Ja, endlich der letzte Boss hinter mir. War ein tolles Spiel. Wirklich. Ich war ja immer einer, der hat sich immer ein bisschen geweigert, sich so an ein Dark Souls Spiel zu, also an den Souls-like zu tun. Dark Souls habe ich noch nicht gespielt, muss ich auf jeden Fall noch, alle drei Teile. Und mir ist echt Spaß gemacht. Der Artstyle hat mir sehr gut gefallen. Es war alles mehr und weniger balanced. Am Ende... Also wie gesagt, das Hauptproblem waren immer die Bosse. Alles andere habe ich ja nach und nach immer besser hinbekommen gehabt. Wenn man von absieht, dass ich häufiger im Projekt einen Abgrund runtergesprungen bin, nahezu absichtlich, und hauptsächlich die Probleme mit den Bössen hatte. Ich glaube, ich habe selten einen Boss first-tried und selten über 4 Versuche gebraucht. Also ich würde mal sagen, ich habe ungefähr 3 Tode pro Boss gehabt, so aufgerundet. Das lief gut. Also hat auch sehr viel Spaß gemacht. War nicht zu deprimierend. Irgendwie wusste ich, dass wir kurz vorm Ende sind, weil wir jetzt die Rüstung und das Schwert maximieren konnten. Und es war trotzdem sehr anspruchsvoll, die beiden Kämpfe, muss ich sagen. Also vielleicht, wenn man die noch ein bisschen besser kennt, die Bösse sehen, wahrscheinlich einfacher. Und das Projekt wird hier auch zu Ende sein. Ich werde nicht noch die DLCs machen, also für mich selber vielleicht, aber nicht hier im Projekt. Und ich werde nicht die ganzen Tiefen noch nachholen, die werde ich auch nur für mich selber machen. Aber hat super viel Spaß gebracht. Die Bearbeitung war auch nicht so schlimm. Also da musste ich gar nicht so viel machen, zum Glück. Na, durchhören, weil wir die ganzen Sounddifferenzen in meinem Zimmer halt da nicht viel gegen machen. Und es ist so warm. Immer noch. Es wird auch nicht besser werden in dieser Zeit. Damit echt, echt schade. Es war aktuell, habe ich es sogar lieber als Uri Let's Play mehr drauf gefreut. Auch Bosse nicht. Und die Bosse kamen leider auch jede Aufnahme voran, aber echt schade. Das war, glaube ich, das Bad Ending? Es sollte 3 Endings geben. Und für jedes Ending muss man das Spiel so 3-mal durchspielen. Und da ich einen Fehler aus meiner Sicht gemacht hatte, wo ich durch nicht alle Bootcodes bekommen habe, haben wir nicht das Good Ending bekommen. Einfach, dass das noch ein Ending ist. Auf jeden Fall 3 Endings. Wir müssen mal schauen, was dann bei den anderen Endings ist. Das würde ich auch noch privat für mich machen. Das ist unwahrscheinlich. Vielleicht schneide ich noch irgendwas rein, wenn ich bis zu dieser Folge hier noch so weit privat spiele, aber vermutlich nicht. Kann man ja auch online nachgucken, wie die anderen Endings sind. Ja. Ich hoffe, mein Kampfstil hat euch ungefähr gefallen. So, der Kampfstil Never... Ich habe nicht geblockt. Ich wollte die ganze Zeit noch blocken, habe ich es nicht gemacht. Never block. Bad evade. Also niemals blocken, niemals schlechtes Ausweichen. Nur Boost-Skills, keine aktiven Angriffs-Skills, die auch ziemlich stark sein müssten. Ach ja. Aber das war halt mein Style. Das fand ich halt besser als die Skills, weil man muss halt immer auf die Energie angewiesen sein, was ich in Skills. Hätten die Skills noch cooler gehabt, hätte ich es vielleicht anders gespielt gehabt. Und die hätten halt richtig dieses Blut immer verbraucht. Und da konnte ich nicht immer drauf achten, wie es so war, vom Managing her. Aber ich denke mir, es war jetzt akzeptabel. Und ich habe es eben schon gesagt gehabt, super Spiel. Wenn irgendwann mal ein zweiter Teil rauskommen sollte, ich habe keine Ahnung, ich habe für mich aktuell nicht, was aktuell für Spiele rauskommen. Werde ich vermutlich jetzt nicht Let's Playen, aber ich werde es auf jeden Fall wieder kaufen und spielen. Hat mich nicht enttäuscht, dieses Spiel. Freue mich echt. Ach, was gibt's noch viel zu sagen? Mir hat eigentlich nichts gestört am Spielen. Es war manchmal ein paar komische Situationen, wo ich das Gefühl hatte, es war ganz leicht glitchy manchmal. Mit durch die Wände schlagen und so weiter, aber vermutlich konnte man das nicht viel besser lösen. Das würde viel zu viel Kampfgeschehen ändern, wenn man plötzlich an der Wand ist und überall abprallt. Ja. Aber, also ich kann das Spiel nur loben. Mir fallen gerade keine weiteren Worte so wirklich dazu ein. Ich würde es jedem weiterempfehlen, das Spiel. Man kann ja auch eine Koop spielen, das ist das Coole. Man kann es auch mit jemand anders zusammenspielen. Es ist ein bisschen deprimierend, wenn man zu oft stirbt. Aber wenn selbst ich, der nicht viel Ahnung von Souls-like hat, es ohne größere Probleme schafft eigentlich, sollten andere Leute, die mehr Ahnung haben oder andere Leute, die es halt auch mal Souls-like probieren sollen, das hier probieren wirklich. Weil es ist zu empfehlen, weil durch den Partner hat man es nicht ganz so schwierig wie in normalen
wie zum Beispiel in Dark Souls. Da hat man ja keinen Partner. Da kann man zwar auch mit anderen Leuten zusammenspielen. Und wenn man die Spiele kann, dann sollten die relativ einfach sein. Ich habe Leute schon gesehen, die haben es ohne Waffen gemacht, ohne Rüstung gemacht. Alles Mögliche schon. Dark Souls meine ich jetzt. Und ja. Was war das Deprimierendste in dem ganzen Spiel, überlege ich gerade. Das Deprimierendste war eigentlich... Zwei Bosse waren am deprimierendsten von allen. Da war ich echt enttäuscht von mir. Und zwar jetzt gerade der vorletzte, Silver. Also Silver in seiner noch halbwegs menschlichen Form. Und der Boss, der rausgeschnitten worden ist. Also nicht rausgeschnitten, sondern wo die Aufnahme kaputt war. Weil die vom Styler im Vergleich waren, weil es also Combo-Bösse waren, mit denen ich gar nicht klar kam. Und vielleicht dieser eine Tank, der am Ende nochmal kam. Na egal. Egal. Mir war halt sehr viel Spaß gemacht. Und es war alles ziemlich gut gebalanced. Wahrscheinlich gibt es noch Builds, die doch sehr viel stärker sind. Bestimmt. Aber ich glaube einfach mal, dass das für dieses Projekt auch ausreicht. Ich glaube, wir sind jetzt nah an die 60 gekommen. Ich habe gerade gar nicht im Blick, wie weit es aktuell ist. Weil ich mit der Bearbeitung auch ein bisschen zurückhänge. Und deswegen wird wahrscheinlich viel sehen, ob nach dem Nachspann noch etwas kommt. Ob man es überspringen kann? Ich könnte den Abschnitt überspringen. Vielleicht kommt noch was. Versuche ich mal. Hades Code. Hohe Angriffskraft, die Stärke und Geschick. Das ist genau was für mich. Ja, für einen Satz schwere Ausrüstung. Also ich weiß nicht, also heißt es, ich kriege jetzt den perfekten Blutcode für mich? Nach dem Spiel? Speichern abgeschlossen. Du kannst jetzt mit den neuen Speicherdaten spielen. Mit dem abgeschlossenen Spielstand kannst du noch einmal kurz vor dem Ende im Spiel einsteigen. Wähle dazu die Speicherdatenoption laden. Auf die Suche nach dem Neuanstieg die Tür in der Basis, um die Speicherdaten zu übernehmen und die Geschichte von vorne zu beginnen. Ah. Tolle Maus. Ich habe nicht meine Maus angeschlossen. Wo kommt der Mauszeiger her? Okay. Das Spiel ist eindeutig durch. Wenn jetzt noch kommen wäre, ja, um die Story weiterzuspielen, einfach mal starten drücken. Nee. Auf jeden Fall. Super tolles Spiel. Es gibt nichts, das auszusetzen ist. Der Schwierigkeitsgrad war angenehm, schwierig. Angenehm, schwierig. Der Artstyle war angenehm. Die Musik war angenehm. Es auch doch ein kleinen Makel habe ich doch. Ich finde, wenn man unterwegs ist, könnte man ein bisschen mehr Ingame-Musik einbauen. Ich weiß, es sollte, braucht man nicht unbedingt oder so, aber ich finde schon, dass das eigentlich gut wäre. Aber egal. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat gefallen, Leute. Erstmal wird, glaube ich, kein neues Projekt kommen. Genaueres dazu sage ich dann noch, wenn ich Ori durch habe. Ich sage es nochmal, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.